Jo. Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annetta? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Okay. Dann müssen wir wieder gehen. Naja, wirklich eingebrochen sind wir ja nicht, aber gut. Adler weisen auf Aussetzung und hier oben war auch irgendwo einer. Fuck. Aua. Das hat weh getan. Ja, Mist, ich hätte diesen Vorsprunggreifen-Dings machen müssen. Das war natürlich doof. Selten dämlich war das. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nochmal einbrechen. Müssen wir das? Nein, müssen wir nicht. Okay. Finde ich gut. Lauf den Typen aus dem Weg. Ah, den Typen kann man ja auch gar nicht entkommen, oder? Ganz ehrlich. Alter, kann das sein, dass dieser Mönch jetzt umgeschubst hat? Ist ja witzig. Der Mönch hat uns eiskalt umgeschubst. Assi. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall eine Geheimtruhe finden. Vielleicht finden wir auch ein paar Waffen. Womit wir uns so ein bisschen effektiver bekämpfen können. Ich bin gespannt, ob ich die geheime Tür finde. Okay. So. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Ah, okay. Adlerauge. Ah, was ist denn hier? Aha. Okay, im Adlerauge kann man also Sachen erkennen. Okay, gut. Dann nehmen wir nochmal das Zeug da raus. Mal gucken, was da jetzt alles da drin ist. Yeah! Das ist doch mal cool. Tada! Yeah. Boah, jetzt sehen wir eindrucksvoll aus, einfach nur. Jetzt haben wir das Schwert. Guck, wie geil wir einfach nur aussehen. Oh. Boah. Einfach nur episch. Okay. Traditore! Hier kann ich gerade nicht laufen. Was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Bam. Dass du stirbst. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? So. Es gibt keine andere Lösung. Bam. Yeah. So. Das habe ich jetzt gerade auch mal gemacht. Ohne, wie cool wäre einfach nur aus dem dieser Rüstung. Einfach nur cool. Was ich gerade sagen wollte, war, da ich jetzt einfach mal nichts mit Greifen oder so gemacht habe, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. Also, mal gucken, wie das dann bei den schweren Gegnern ist. Da muss man das bestimmt machen, aber momentan, boah, wie cool wir aussehen. Einfach nur. Boah, so geil.
Ja, aus dem Eingangsreich, da komme ich noch so gerade raus, glaube ich. Ey, ich bin kein Bastard. Nur weil deine Mutter komisch ist, oder was? So. Alter. So. Kriegst du in die Fresse, wenn du es nicht anders willst. Oh, ich habe noch gar nicht meinen komischen in die Fresse Spruch gebracht. Wer fällt mir gerade auf? Zack, zack, drei Stunden tot. So. Arsch. Soll ich ja nochmal hier in den Nähe wagen, ey. Arsch. So. Ist der irgendwo, glaube ich? Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja. Oh. Bisschen zu weit gesprungen. Springt da nicht immer so weit. Naja, gut. So, ich glaube mal, dass wir hoch müssen. Zumindest hat man da einen besseren Überblick. Oder müssen wir hier in das... Guck ich mal. Anziehen sind wir doch hier richtig. Oder... Oh, was ist das denn hier? Gut, nee, ich glaube, wir müssen noch lieber runter. Runter scheint dann doch die bessere Alternative zu sein. Okay. Ich glaube, es ist doch was weiter weg. Habe ja gedacht, das wäre schon hier gewesen. Genau. Kannst du jetzt stilecht runterklettern. Und dann stirbt man auch nicht dabei. Okay. Boah, wie cool sie einfach nur aussehen. Ah, hier ist es. Ja, ich habe noch alle. Tada. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Irgendwie ist mir dieser Typ sehr suspekt. Ich glaube, der hat irgendein Geheimnis da vor uns. Aber gut, das haben wir alles gemacht. Wir haben coole Sachen an, wir haben ein cooles Schwert, also... Was will man mehr? Da sind Gegner und da müssen wir auch lang. Nee, dann gehe ich mal hier außen rum. Ich weiß, so bin ich. So. Akrobatisch. Spaß. So. Nee, da müssen wir nicht hin. Ja, hier hin. So, mal gucken, was wir als nächstes machen müssen. Zumindest haben wir jetzt unsere coolen Klamotten schon bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Heilung, brauchen wir Heilung? Auch die medizinische Hilfe. Eigentlich ja, 50. Wie viel haben wir denn? Ja, komm. Ja. Vielen Dank. Das war's. Kommt wieder, wenn ihr mich braucht. Danke. So. Ich will uns gleich noch ein bisschen runterklettern. Und mal gucken, wo die anderen Leute so gerade sich befinden tun. Also wo die anderen Stützpunkte und so sind. Attention, neuer Einkaufspreis, neuer Preis, neuer. Oh, jetzt kommen wir zur Verhandlung. Oha, mal gucken. Jetzt gehen wir auch vielleicht mal in den offiziellen Eingang ins Gefängnis rein. Oder gibt es ein extra Gerichtsgebäude?
Ah. Okay, das ist ja eine... Giovanni Auditore! Ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt! Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider ich wusste doch, dass der so ein Arsch ist. Er lügt! Ich muss näher ran. Ich wusste doch, dass er so ein Arsch ist. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Unser Bruder. Du bist der Verräter, Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unser Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Dort! Boah, das ist ein Arsch, ey. Er ist einer von ihnen. Boah, ich... Dafür werde ich dich töten. Waschen! Ergreift ihn! Was für ein Arsch. Oha! Scheiße. Oh, oh. Aber Tetano. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Oh, Scheiße, lauf! Scheiße, sind noch mehr. Oh, oh. Das sieht übel aus. Das sieht sehr übel aus für uns. Scheiße. Hier lang. Alter, wie sollen wir das denn packen, ey? Fuck. Dafür müsst ihr mich erstmal fangen, ihr Arsch. Den Arsch. So. Na? Oh fuck, der klingt die Klette auch. Scheiße. Laufen. Scheiße, haben mich wieder. Fuck, und hier ist das Ende des Gebiets. Das ist scheiße. Ah, voll in die Falle gelockt hier. Ich spring mal in den Rhein hier. In den Rhein, Spaß. Schneller schwimmen, schneller schwimmen! Puh! Oh, jetzt geschafft. Puh! Oha. Hier ist gleich zwei Kisten gefunden, das ist cool. Ich hoffe, wir landen da jetzt auch und werden nicht irgendwo hin. Boah, ist viel geil. Ah, und Benutzerhandbuch, Animus, okay. Och man, da waren zwei Kisten. Okay, jetzt sind wir in... Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Okay, jetzt sind wir in Florenz. Schade, da waren zwei Kisten, die ich gerne noch gehabt hätte. Servizio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich.